Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute hier in Hamburg vor Ihnen sprechen kann. Ich bin Trendforscherin und ich möchte Sie eigentlich einladen, heute auch Trendforscher zu werden. Wir haben ja diese kleinen Micro-Credits, wo man also praktisch innerhalb eines Tages Design Thinking lernen kann und so weiter. Und Sie können jetzt innerhalb eines Vortrags versuchen, wie sehr Trendforscher sind Sie und wie stark können Sie eigentlich auch Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation mit auf diese digitale Reise nehmen. Damit beschäftige ich mich und im Grunde geht es darum zu schauen, als Trendforscher erstmal die Ängste, das hatten wir eben ja schon gehört, the German Angst, einfach mal ad acta zu legen und zu sagen, lasst uns doch mal gucken, was für Chancen eigentlich in dieser neuen Welt drinstecken. Und der Trendforscher versucht, überwiegend Mustererkennung zu machen. Das heißt, wir schauen, um in die Zukunft zu schauen, auch ganz gerne mal in die Vergangenheit, wo kommen wir her? Und wir kommen natürlich und sind auch sehr erfolgreich geworden als Industrienation, als Industriegesellschaft, als eine Gesellschaft, der es gelungen ist, Massenfabrikation toll aufzustellen. Wir sind berühmt für unsere Ingenieursdenke, für Made in Germany, die Qualität und das alles. Und jetzt befinden wir uns allerdings in einem Strukturwandel. Also ich bin nicht der Fan von diesen Buzzwords Industrie 4.0, weil man da das Gefühl hat, okay, wir können weitermachen wie bisher, wir haben nur jetzt eine neue Infrastruktur, die gleisen wir auf und dann geht das so. Nein, also wir sind wirklich in einem Strukturwandel, was Gesellschaften eigentlich nur alle 100 Jahre ungefähr mal passiert, vielleicht in Zukunft auch schneller, wo sich also wirklich gravierende Umwälzungen stattfinden. Und wenn Sie das mal vielleicht so ein bisschen schablonenhaft sich auch klar werden, was wir in dieser industriellen Massengesellschaft gemacht haben, ist natürlich, wir haben Standards eingeführt, Normen. Wir haben, und das machen wir immer noch, unsere Kinder im Grunde auch beim Durchschnitts, nach Durchschnittswerten gefragt. Wenn die nach Hause kommen, sagen, sie haben eine 4 in der Klasse, aber dann fragen wir immer gleich, okay, aber wie war der Durchschnitt? Als ob das irgendeine Relevanz hätte, weil die Note ist ja dann trotzdem individuell. Also so sind wir erzogen und so denken wir und so ticken wir, weil wir natürlich unseren ganzen Erfolg auch gar nicht anders aufstellen konnten als in dieser Standardisierung, Arbeitsteilung. Und eigentlich haben wir uns auch in dieser Normenklatur eher in so ein Kästchendenken erzogen. Also bitteschön, das ist dein Bereich, dafür Verantwortung, aber nicht so sehr rechts und links, das pfuscht nur anderen ins Handwerk. Jetzt kommen wir in eine Gesellschaft, wo im Grunde Kommunikation und Information, also Daten, verstanden werden können. Bisher mussten wir übersetzen, mussten wir auch unsere Kommunikation an die Maschinen übersetzen. Sie tippen ja heute noch Buchstaben in eine Tastatur, die coden, geben Codes ein, die dann wiederum von den Maschinen verstanden werden. Also wir leisten permanent noch Übersetzungsarbeit, damit dieser Strukturwandel klappt. Aber in dieser tollen Zukunft wird es so sein, dass diese ganze Übersetzung eigentlich von unserer Seite eher noch in Usability, also was ist der Touchpoint zum Human Being, zum Menschen, was sind dann vielleicht auch biophysikalische Faktoren, emotionale Faktoren, die hier mitspielen und weniger jetzt die Prozesssteuerung uns beschäftigt. Dann wäre das so, dass Sie auf dieser Veranstaltung hier zum Beispiel, wenn Sie Ihre Daten freigeben würden, schon sehen könnten, wer vielleicht aus Ihrer Branche ist, wer welche Interessen hat. Ich könnte sehen, was Sie jetzt an meinem Vortrag speziell interessiert, könnte viel individueller auf Ihre Erwartungshaltung eingehen. Und das würde aber bedeuten, dass wir freizügiger mit unseren Daten umgehen, dass wir also mehr sharen und hier verbinden. Und darüber möchte ich ganz gerne sprechen. Also nicht, dass Sie jetzt denken, na, die ist ja total naiv, Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Ich teile allerdings die Ansicht der Vorredner auf dem Podium, dass das nicht die Lösung ist, um einen Strukturwandel zu managen. Und ich möchte Ihnen hier heute zeigen, anhand zahlreichen Beispielen, dass wir ganz anders denken müssen. Diese Logik ist eine ganz andere und wir schaffen das nicht mit protektionistischen Maßnahmen wie der Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie Digitalisierung hören, dann vergessen Sie mal dieses Wort und übersetzen Sie es für sich mit Vernetzung. Wenn Sie Vernetzung hören, ist das was ganz anderes. Dann denken Sie nicht in Nullen und Einsen und Bits und Bytes, sondern dann denken Sie an etwas, was Menschen schon machen, seit sie anfangen, miteinander reden zu können. Also seit der Steinzeit vernetzen wir uns. Ab dem Moment, wo Kommunikation stattfindet, findet eigentlich auch Handel statt. Und Hamburg als Stadt müsste das eigentlich kapieren, dass eigentlich in dieser Vernetzung der ureigene, humangetriebene Mechanismus aus permanentes Aus- und Verhandeln stattfindet. Und das machen Sie, um Ihre Win-Win-Situation zu erreichen, um Ihre eigene Situation zu verbessern, aber natürlich auch mit einer gewissen Empathie schauen müssen, okay, und was könnte der andere davon brauchen? Und das sind die ganzen Wertschöpfungs- und Wirtschaftsmodelle, die jetzt in dieser Zukunft passieren.
Also das ist gar nicht so Rocket Science, das ist auch etwas, was sehr stark mit unseren Bedürfnissen, mit unseren individuellen Profilen zu tun hat. Und jetzt gucken Sie nochmal weiter und übertragen Sie es praktisch, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir hatten gerade die Kritik am Bildungssystem, die wir alle unterstreichen können, aber uns fehlt ja scheinbar auch die Vorstellung, wie es sein kann. Und da sind aber schon ganz viele Geister aus der Flasche, die Ihnen eigentlich davon berichten, wenn zum Beispiel hier in dieser Welt ist es ja relativ klar, dass nicht der Standard und der Durchschnitt mehr zählt, sondern das Besondere. Und das Besondere ist jetzt in unserer Welt wieder gleich, oh, da muss man aber aufpassen, das kann ja ein Nachteil sein, das sind die ganzen Defizite, die jetzt erkennbar werden, die ganzen Geheimnisse, die hier erkennbar werden. Lassen Sie das mal mit den Bewertungen, sondern sagen Sie einfach, das sind Qualitäten, es sind Besonderheiten, Kriterien, die man in Zukunft berücksichtigen kann. Das heißt auch, dass Sie Defizite kompensieren können und dass Sie eben auf diese Qualitäten viel individueller und profilgenauer eingehen können, wenn Sie Customer Centricity zum Beispiel ernst nehmen. Heißt, was wir im Moment erleben, ist tatsächlich der Übergang von einer Massengesellschaft in eine, ich nenne es, vernetzte Individualgesellschaft. Und jetzt der Unterschied zum Trendforscher. Einige von Ihnen werden jetzt denken, ach du liebe Güte, also noch mehr dieses ganze egomanische, egozentrische und davon ganz viele. Ja, in einer gewissen Weise bewegen wir uns dahin. Ich finde das auch vollkommen logisch, weil wir eigentlich unsere Standards immer verbessert haben. Und jetzt geht es eigentlich an dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide jetzt die Frage, okay, und what's in for me bei dieser ganzen Sache? Ich will nicht vielleicht Teil dieser Massengesellschaft sein, ich will mich nicht gewissen Sachen da unterordnen, ich will auch nicht Randgruppe sein. Wir konnten ja praktisch in diesem System, haben wir es mit Integration versucht. Inklusion würde in dieser Massengesellschaft nie funktionieren, weil eine Randgruppe im Grunde eine Besonderheit erfordert, die für diese Kultur immer mehr Aufwand, mehr Kosten außerhalb der Regel bedeutet, die aber jetzt in dieser vernetzten Individualgesellschaft, wo alle Bedürfnismuster erkennbar sind, gefunden werden kann und die auch Antworten individuell finden kann. Und der Übergang, den wir gerade, glaube ich, erleben und den Sie alle nachvollziehen können, sind Parallelgesellschaften, wo Sie also schon merken, wie sich da diese einzelnen Blasen-Communities formen, versuchen, ihre Stimme zu bekommen und im Grunde diesen Wandel vorantreiben. Also so gesehen ist praktisch das Ganze natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und ein Strukturwandel. Und begonnen hat das Ganze, wie gesagt, mit der Kommunikation, mit dem, was wir eigentlich schon immer machen, mit dem, wie auch Geschäftsmodelle passieren. Und da können Sie sich vielleicht noch erinnern, als es aufkam mit den ganzen Social Media, was es bei Ihnen im Unternehmen bedeutet hat. Oh, 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 die Firewall wurde attackiert. Ich weiß noch, dass wir im Trendbüro damals für Volkswagen gearbeitet haben und hat uns die Marketingabteilung erzählt, Facebook dürfen wir nicht verwenden für die Marktforschung. Dann sind ja alle unsere Mitarbeiter ständig in diesen Social Media Portalen und arbeiten nicht mehr. Da lachen Sie heute, wenn Sie sowas hören. Aber überlegen, das ist noch nicht lange her. Also überlegen Sie mal, wie sich teilweise auch Werte und Haltungen und Einstellungen schon verändert haben auf diesem Weg. Und eben diese Vorteile, dass etwas schnell passiert, dass es inhaltsgetrieben ist, dass es verstanden werden kann und dass es auch die Menschen praktisch in den Mittelpunkt stellt, die dieses Wissen haben und nicht vielleicht den Vorgesetzten, der sich dann damit wieder profilieren kann, sondern wirklich, dass man auch rausfinden kann, wer weiß was und wer ist eigentlich in diesen neuen Kompetenzen Netzwerken dann an welcher Stelle. Hier sind noch Plätze frei, also ich möchte Sie gerne bitten, sich noch hinzusetzen. Ich rede eine Weile. Also vielleicht ist es einfach angenehmer. Ich habe mir Schulen angeschaut in Skandinavien. Da brauchen Sie gar nicht weit fahren. Fahren Sie nach Dänemark, 4 Stunden von hier und Sie sind in der Zukunft. Und wenn Sie zurückfahren, fahren Sie echt wieder in die Vergangenheit. Das ist wirklich schlimm. Da hängen dann Plakate wie dieses, die den Schülern erklären, was eigentlich in diesem Fach, zum Beispiel Mathematik, alles drin ist. Das heißt, die Schüler, die dann davor stehen, sagen, wieso kann ich eigentlich kein Mathe? Die können jetzt hier sehen, okay, abhaken. Kannst du logisch denken? Kannst du Probleme lösen? Kannst du abstrakt denken? Kannst du Dinge in ein System setzen? Dann ist das was für Neugierige. Also ich sollte mich nicht hierher bewegen, die Kamera sieht mich dann auch nicht mehr. Versuchen Sie es mal selber, den Kreis zu schließen. Sie lernen dabei automatisch noch Dänisch. Die Idee daran ist natürlich, dass der Schüler dann davor sitzt und sagt, okay, das kann ich doch eigentlich, das macht mir Spaß, hier auch, aha, okay, hier müsste ich entweder mehr üben oder akzeptieren, dass das einfach nicht meine Kompetenz ist. Um dieses Akzeptieren, dass das einfach nicht meine Kompetenz ist, das ist, glaube ich, genauso wichtig für unsere Zukunft oder die Zukunft unserer Kinder, als zu wissen, was jetzt eigentlich die Kompetenz ist. Denn sie müssen in diesen transdisziplinären, fachübergreifenden, agilen Projektgruppen dann arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dass man sagen kann, okay, dich brauche ich,
deswegen und nicht, weil du Mathe kannst, sondern weil du gute Systemlösungen bringen kannst und so weiter und so fort. Und das sind ja auch die Kompetenzen, die wir dann in den sozialen Netzwerken und so weiter kommunizieren. Und dann, ich forsche so, dass ich mit Pionieren spreche. Ich reise auch in Silicon Valley und auf South by Southwest Festivals und so weiter und so fort. Und habe auf dem South by Southwest Festival 2017 hier von IBM, der Junge, den Sie hier in dem Kreis sehen, das war also genannt Ashley, der hat, der kann nicht gut sehen. Und deswegen werden ihm praktisch die Formate stärker akustisch über Tutorials gegeben. Oder eben er kann das alles großziehen auf seinem iPad. Also wir haben auch von der Technologieseite eigentlich mehr und mehr Übersetzungen, die es uns erlauben, entweder Defizite zu kompensieren oder vielleicht auch völlig intuitiv zu arbeiten. Was glauben Sie, wie lange Sie noch Buchstaben in eine Tastatur eintippen müssen, damit die Systeme verstehen, was Sie sagen? Genau, Sie gehen ja schon jetzt rum und reden, ne, in Ihr Smartphone, aber im Büro machen Sie es ja alle noch. Und wenn ich Ihnen sagen kann, da waren ja einige, die sich für Immobilien interessieren, dass die ganze Büroplanung an Bildschirmarbeitsplätzen ausgerichtet ist. Also wo man davon ausgeht, dass noch die nächsten 100 Jahre wir vor so einem Monitor sitzen und kleine Befehle in Tasten eingeben, dann würde ich sagen, das ist schon mal planerisch nicht ganz zu Ende gedacht. Also insofern müssten wir uns schon mal anschauen, wenn diese Formate adaptiert auf ihr Verhalten reagieren können. Und das können sie, und das, was ich eben auch mache, ist, dann schauen Sie mal in andere Bereiche. Schauen Sie mal zum Beispiel die Spieleentwickler an. Fand ich ein total tolle Begegnung, sogar hier in Hamburg. Wir haben diesen IT-Gipfel 2014 gehabt und da hatte ich so ein paar Workshops moderiert und dann kamen die Spieleentwickler. Und die waren zusammen in einem Pool, da waren dann Leute von Gruner und Jahr und anderen Medienhäusern und so weiter. Und es ging dann darum, die These des Senats war damals, dass im Grunde Medienanbieter werden IT-Dienstleister und die zweite Teil der These war, IT-Dienstleister werden Medienanbieter. Sie können sich vorstellen, dass der zweite Teil der These den Medienanbietern nicht so sehr geschmeckt hat, aber der halt zeigt, was da die Kompetenzen tatsächlich erfordern. Und bei den Spieleanbietern war es so, die haben innerhalb von 6 Monaten, das muss ich mal vorstellen, festgestellt, dass keiner mehr Geld zahlt für ihr Produkt. Das heißt, die Spiele gab es kostenlos im Internet aus China oder sonst irgendwas. Also überlegen Sie sich mal, Sie hatten 6 Monate, um zu realisieren, keiner zahlt mehr für Ihr Produkt und wenn Ihnen jetzt nicht was einfällt, dann war es das. Und denen ist was eingefallen und zwar haben sie gesagt, gut, dann machen wir diese In-App-Purchases. Das heißt, ich mache es auch kostenlos, sonst bin ich ja sowieso nicht mehr auf diesem Markt. Aber ich muss dann schauen, wann ist der Kunde in seinem Spiel so enthusiastisch, dass er bereit ist zu zahlen. Und das haben sie rausgefunden, indem sie interaktiv diese ganze Interaktion, die der Spieler mit seiner Community oder eben auch mit den Angeboten macht, so genau tracken können, dass sie rausfinden können, jetzt wieder bei den Kompetenzen, kann der oder die logisch denken, ist die strategisch unterwegs, ist er gerade müde oder ist er generell nicht so schlau. Also das alles können die unterscheiden. Und wenn sie sich jetzt überlegen, dass das im Moment das State of the Art ist von den Spieleentwicklern, weil die so ihr Geschäftsmodell retten konnten, frage ich mich, warum nicht unsere Kinder in der Schule längst so individuell lernen können an Games, die bitteschön nicht Klett Schulbuchverlag dann entwickelt hat, sondern am besten diese Ballerspieltypen, die das irgendwie mit coolen Grafiken und Animationen machen können, damit ich individuell fördern kann. Und ich will nicht sagen, dass es keine Lehrer mehr gibt in dieser Zukunft, keineswegs. Aber das geht Hand in Hand, wird unterstützt und diese Profile werden einfach unheimlich wichtig. Gut, dann wird das so sein, Smart City im Grunde, Sie gehen einen Burger kaufen und Sie wissen sofort, was das jetzt bedeutet, wie viele Kilometer Sie joggen müssen, bis das wieder abtrainiert worden ist und so weiter und so fort. Jetzt können Sie sagen, das ist jetzt eigentlich nicht viel mehr, als Ihnen Ihr Fitbit oder Ihre Apple Watch oder sonst irgendwas sagt, mit denen Sie ja jetzt schon Ihr Gesundheitsmonitoring machen. Und ich bin der Ansicht, dass wir in Zukunft alles das, was wir jetzt schon im Grunde über uns rausfinden können, wie schlafe ich eigentlich, wie ist meine Leistungskurve und so weiter, jetzt, das wird ja nicht nur im privaten und sportlichen Bereich so bleiben. Das wird uns ja auch interessieren, wenn wir unseren Alltag managen und nicht wissen, wie wir das alles schaffen sollen, Familie und Job und so weiter, dann habe ich diese super smarten Assistenzsysteme und die erzählen mir dann, wann ich welchen Termin wahrnehme, wann es schlau ist, vielleicht ins Büro zu fahren wegen der Verkehrssituation und verknüpfen das alles, was dann für mich interessant ist. Also die denken für mich mit, die planen meinen Tag, das ist mein Sekretariat in so einer gewissen Weise und die haben halt den Vorteil, dass sie mein ganzes Privatleben und mein Arbeitsleben individuell verbinden.
Und weil wir als Arbeitgeber das ganz gerne auch um die Performance unserer Mitarbeiter steigen möchten, aber nicht individuelle Leistungsbemessung durchführen dürfen, glaube ich, dass das die Mitarbeiter irgendwann selber tun wollen. Denn sie werden sich effizient durch ihren Tag planen wollen. Und das heißt, diese ganzen Verantwortlichkeiten, die jetzt noch in diesem grauen Kasten beim Unternehmen sind oder ein Großteil dessen, wird in smarten Apps auf das Niveau des Mitarbeiters runtergebrochen. Und entzieht sich damit dann auch den diversen Sozialpartnern, weil es auch in die eigene individuelle Verantwortung geht. Und wenn Ihr Monitoring dann so signifikant ist, dass Sie sagen können Ihrem Team, pass mal auf, mein Cortisolspiegel, die ganze letzte Woche habe ich mich hier abgerackert wie blöd für euer Projekt. Und der ist jetzt, aber jetzt schwappt er in den roten Bereich. Also eine Weile ist Stress ja gut, aber irgendwann kippt es, dann greift es Ihr Immunsystem an. Jetzt, direkt jetzt, sollte ich hier nach Hause gehen, weil sonst bin ich eine Woche lang krank. Und das sind dann Sachen, das spielen Sie dann vielleicht mal Ihrem Vorgesetzten zu, aber die anderen Informationen behalten Sie für sich. Also haben wir hier auch ein permanentes Aus- und Verhandeln. Und wir haben eben diese Smartness und künstliche Intelligenz, die uns durch den Alltag navigiert. Das Problem, das dabei existiert, ist, dass wir die ganze Zeit über China schimpfen und im Grunde auch Diktatur und so weiter, ja, ja, aber dass wir unsere ganzen Daten, wer wird das sein, der das bestens kontrollieren und zusammenbündeln kann? Das ist Google, Apple oder Microsoft, die uns da einfach am besten, oder Amazon vielleicht auch, die uns da am besten kennen. Und insofern, finde ich, sollten wir vorsichtig sein mit diesen ganzen Anschuldigungen an andere Länder. Wir sind verdammt spät dran und es ist uns nicht mal klar, dass wir eigentlich auch keine europäische Cloud, ist auch nicht das zentrale Ding. Wir brauchen etwas, wo wir im Grunde mit unseren Daten freizügig umgehen können, aber trotzdem nicht alles an amerikanische Konzerne geben. Wir werden in Zukunft auch unsere Fähigkeiten überprüfen. Wir werden schauen, okay, was mache ich in Kooperation mit diesen neuen Technologien und was mache ich vielleicht auch in Abgrenzung zu ihnen. Und ich habe das extra so ein bisschen rosa unterlegt. Sie können sich da vielleicht auch Haut oder irgendwas vorstellen. Also wirklich Menschen. Es geht wirklich stärker um den Menschen. Und ich bin der Meinung, dass wir eigentlich in dieser alten Industriekultur uns fast eher noch zu Robotern erzogen haben, damit es passt mit dieser ganzen maschinenroutinierten Arbeit, als wir es jetzt sein müssten. Wir müssen eigentlich neu überlegen, was braucht der Mensch, um produktiv arbeiten zu können. Und vielleicht ist es ein Armutszeugnis, aber vielleicht brauchen wir tatsächlich solche Assistenzsysteme, um zu sehen, wann funktionieren wir, wie. Wir haben das nie gelernt. Unsere Kinder fangen da zum Glück langsam an, dass die im Grunde Konzepte in der Schule lernen. Wie teile ich mich ein? Was ist Time Management? Wann arbeite ich wie gut? Und wie ist dann vielleicht auch mein Biorhythmus? Wann lerne ich am besten, weil die einfach mehr Zeit dafür haben und weniger direkt auf Abruf oder nach Stundenplan im Grunde in einer gewissen Weise sind. Es gibt Schulen, da können sie morgens entscheiden, welches Fach sie machen möchten. Also sehr intrinsisch motiviert, was gefördert wird und was dem Lernen eigentlich gut tut. Und solche Sachen, die gilt es jetzt eigentlich neu zu überlegen. Und weil vorhin, also ein Kunde, den ich seit 2017 habe, ist die Swisscom Immobilien AG. Die hat gesagt, ich möchte eigentlich wissen, wie Büros in 25 Jahren aussehen. Weil ich bin es leid, dauernd diese Umzüge zu machen. In der Transformation muss immer wieder alles neu und alles anders. Sag mir doch mal bitte, wie das am Ende aussehen muss, damit ich mir diesen ganzen Weg dahin sparen kann. Also will jetzt auch nicht sagen, dass ich das alles weiß, aber wir haben uns der Sache genähert, indem wir gesagt haben, ich müsste ja eigentlich erst mal wissen, was Menschen im Büro zukünftig überhaupt noch machen. Also welche Tätigkeiten machen die eigentlich? Denn diese Büros brauche ich ja nicht mehr bauen, um irgendwelche Prozesse arbeitsteilig irgendwie zu organisieren, sondern diese Büros, da kommen doch Menschen nur noch hin, wenn sie wirklich tatsächlich das Gefühl haben, da geht's besser. Gerade auch, wenn ihnen ihr Assistenzsystem vielleicht belegt, nee, da geht's gar nicht besser. Du kannst eigentlich besser in deinem autonom fahrenden Auto arbeiten, was dann dein Einzelbüro sein wird und park das am Waldrand, da bist du ganz schnell und da hast du die Ruhe, um dich wirklich zu konzentrieren. Es kann sein, dass ihnen das ihr Assistenzsystem morgen erzählt. Und das kann ein Riesenproblem für die ganzen Bürogebäude sein, die hier noch in Bildschirmarbeitsplätzen irgendwie ausgerichtet sind. Weil im Auto haben sie ihr Riesen-Dashboard im Grunde auf der Windschutzscheibe und können das alles viel besser irgendwie und viel ruhiger und ungestörter machen. Bei der Swisscom haben wir dann angefangen, okay, was sind eigentlich die Jobfamilien, welche Jobs hängen unter diesen Jobfamilien
Und welche Tätigkeiten sind eigentlich in diesen Jobs? Weil es macht überhaupt keinen Sinn, sich irgendwelche Studien anzugucken, wo es heißt, die und die Jobs fallen alle weg. Wir haben das ja gehört, Frey Osborne, 47% fallen weg. Ja, dafür gibt es neue. Aber eigentlich geht es um die einzelnen Tätigkeiten, um die einzelnen Kompetenzen, die da drin stecken. Und da sind einige von Algorithmen ersetzbar und andere bleiben vielleicht bei uns. Und wenn Sie das jetzt hier mal sehen, dann machen... Ich gehe jetzt mal wieder aus der Kamera raus. Vielleicht kommen Sie mit, ich weiß es nicht. Wir stellen dann praktisch so ein Koordinatenkreuz auf und sagen, okay, also was sind eher vielleicht spielerischere Aktivitäten, wo ich auch mehr so Herz-Verstand in eine Koordination bringe. Was sind diese sehr rationalen Tätigkeiten? Und jetzt können Sie sagen, okay, Prozessbegleitung, das machen doch schon die Algorithmen. Ja, stimmt. Also bei der SNCF zum Beispiel gibt es auch eine eigene Optimierung der Prozesse, die die Algorithmen schon wieder aufsetzen. Und trotzdem ist doch am Ende des Tages da immer noch jemand, der schauen muss, läuft es in die richtige Richtung oder ist es jetzt irgendwie die falsche? Wir haben den Handwerker oder Handlanger, der situativ eingreift. Das Troubleshooting ist ein Riesenpunkt, der hier eben auch zum Tragen kommt, wenn ich sehe, dass da irgendwie was falsch läuft in eine andere Richtung. Wir haben die Menschen, die immer noch die Verantwortung eigentlich darüber übernehmen müssen, die im Grunde entscheiden, wonach operieren wir denn eigentlich? Was sind die Kriterien, die wir definieren müssen? Es geht dabei nicht nur um Ethik oder Legalität, sondern auch im Grunde im Sinne des, was wir erreichen wollen und wie wir vielleicht unsere Kundennähe tatsächlich bekommen. Da eben dann auch um die ganzen Soft Skills. Das ist ja das, was im Moment immer erzählt wird. Soft Skills, Empathie, Kreativität. Aber ich will Ihnen hiermit zeigen, es ist viel mehr als nur das. Und im Grunde ist das eine Arbeit, die Sie alle bei sich nochmal machen müssten. Sie müssten Ihre Jobprofile anschauen, die Tätigkeiten, die da drunter sind und dann schauen, okay, was bleibt da übrig? Wie vernetzen sich die Tätigkeiten jetzt transdisziplinär, abteilungsübergreifend und welche Prozesse werden das wahrscheinlich unterstützen? Das haben Sie wahrscheinlich schon, wenn Sie die Tätigkeiten analysieren. Und wie können Sie Ihre Prozesse dann neu und Ihre Organisation neu aufziehen? Hängt auch meines Erachtens überwiegend da dran. Und das sind eben Überlegungen, die wir machen. Dann gibt es die kreative Lösung, die Konzeption und die Anlage, der Entwurf eben hier, die dann immer noch aktiv sind. Und wie gesagt, das waren jetzt auf die Profile der Swisscom. Und hinsichtlich dann der Methodenfindung, kennen Sie ja das ganze Thema Design Thinking wahrscheinlich, was im Moment passiert. Da müssen wir vielleicht dann irgendwann im Lernprozess kapieren, gut, worum geht es eigentlich? Wir haben hier aus der Stanford School 6 Etappen, die immer wieder praktisch zurück, man kann auch immer wieder zurückgehen, wenn man merkt, es hat noch nicht funktioniert, machen wir nochmal neu, die zum Beispiel eine Agentur in Berlin jetzt schon in 3 nur noch aufgeteilt hat, weil sie gesagt haben, es bringt uns auch nicht weiter, wenn wir so verhaftet an diesem Methodenfahrplan sind. Wir müssen das eigentlich eher verinnerlichen und am Ende des Tages geht es darum, im Grunde was zu untersuchen, dann kreativ zu werden, wenn die Fragestellung klar ist und dann das Ganze zu evaluieren und zu testen, direkt im Markt, direkt an den Kunden. Und was ich auch gesehen habe im Silicon Valley, ist, dass sie überall, was heißt überall, also es war bei den großen Firmen Facebook und Autodesk, dass sie da Artists in Residence haben. Das heißt, da kommen Künstler und die dürfen da frei arbeiten. Die kriegen da zum Beispiel bei Autodesk, die haben diese ganzen 3D-Drucker. Das sind tolle Sachen, die sie machen können. Ja, ich habe da ein Fahrrad aus Titan gedruckt gesehen zum Beispiel. Und diese Künstler bewerben sich da, kriegen diese ganzen Werkzeuge und Maschinen zur Hand und können machen, was sie wollen. Und diese Autodesk-Leute, das sind die, die diese Software herstellen für die ganzen Architekten und Konstrukteure, BIM, Building Information Modeling. Also wer ein bisschen was mit dem Bau oder Ingenieurwesen zu tun hat, kennt das. Da haben sie dann so eine HoloLens auf und sie sehen das Gebäude und sie sehen die Haustechnik und sie sehen alles, was in diesem Gebäude ist. Jede Linie in diesem BIM-Model ist im Grunde, da wüssten Sie, okay, das ist eine Fensterscheibe, das und das Glas, der und der Sonnenschutz, die und die Windaufprallgeschichte kann es aushalten und das Facility-Personal muss es so und so reinigen. Also alles das ist hinterlegt in einer Linie. Und das kann die Architektur heute schon, es sind hochkomplexe Daten, aber im Moment ist gerade diese Transformation bei den Architekten im Gange. Und diese Programmierer von dieser Software, die laden sich inzwischen Künstler ein, weil sie selber überhaupt gar nicht mehr auf die Ideen kämen, aus ihrer Disziplin programmieren, was die als nächstes noch brauchen könnten. Und sie laden sich auch nicht Architekten ein, weil das noch zu nah an ihnen dran wäre. Also sie gehen wirklich diesen Schritt weiter, wo man früher gedacht hätte, hey, was soll jetzt hier so ein Künstler da sein, seinen Quatsch da irgendwie machen, was hat denn das mit mir zu tun? Nee, die haben dann eine Frage und die wollen es praktisch über die Maschinen natürlich dann auch und die Digitalisierung ermöglicht bekommen. Und dann wird es für die Programmierer interessant.
Und wenn man sich jetzt mal anschauen will, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, dann finde ich diese Architektur eigentlich ein gutes Beispiel, weil da haben sie schon in den 90er Jahren in allen Architekturbüros vernetzt und an einem Dokument gearbeitet, was jetzt gerade als wow, wow, wow Microsoft O365 in allen Unternehmen ausgerollt wird. Also ich habe die Lufthansa Group, da wird das gerade alles eingeführt. Können Sie in alle möglichen anderen gehen, ist das auch so. Die Architekten machen das schon seit den 90er Jahren. Sonst hätten sie so ein Frank-O'Geary-Gebäude mit diesen ganzen Schrägen und so weiter nie bauen können. Das ist ein Plan vom Entwurf praktisch bis zur Ausführungsplanung. Und der geht durch alle Gewerke durch. Wie hat das die Arbeit der Architekten verändert? Also es gibt immer noch Architekten. Zum einen, die ist natürlich wesentlich komplexer geworden. Sie können aber Dinge bauen, von denen sie vorher dachten, das geht gar nicht. Sie haben einen dichteren Output und es geht auch viel schneller über diese Daten, die Transformation. Sie haben halt neue Planungssoftware, jetzt der nächste Schritt BIM. Und sie arbeiten halt die ganze Zeit schon interdisziplinär, ne? Mit den ganzen Gewerken. Und mit der Brille, wenn sie die jetzt aufhaben, können sie zeitgleich. Also sie schaffen jetzt von dieser sequentiellen Architektur, verdichten sie das in eine Gleichzeitigkeit. Wenn wir diese Brille aufhaben, kann der Haustechniker sagen, okay, du willst diese Säule da weghaben, das bedeutet aber mit meinen Rohren das und das. Und das bedeutet unterm Strich Kostenpunkt für den Bauherrn X. Alles das können Sie in dem Moment, wo Sie dieses Rohr wegnehmen, verschieben und alle Beteiligten können es sofort sehen. Und das heißt, es wird noch schneller werden. Und das bedeutet für die Organisation tatsächlich, dass wir auch hier verstehen müssen, also es ist jetzt nicht mehr das Herrschaftswissen, was in irgendwelchen Management-Zirkeln dann top-down runtergebrochen wird und wo es heißt, bitteschön, nur dieses und mehr soll dich nicht interessieren, sondern ich bekomme es, denken Sie an Ashley, at your fingertips und so übersetzt, dass es eigentlich jeder verstehen können müsste. Also Sie können es als Comic bekommen, Sie können es als Tutorial bekommen, wie auch immer. Sie haben unterschiedlichste Formate und IBM arbeitet im Moment daran, turning numbers into narratives, haben die gesagt. Also Storytelling, wie Sie es im Moment in der Werbung, in dem Marketing haben, ist ein wichtiger, elementarer Anteil, um im Grunde unsere Bereitschaft, überhaupt Daten und Fakten verstehen zu können und Diagramme lesen zu können, zu unterstützen und das eben auch mit emotionaler Intelligenz, mit anderen Sachen vielleicht auch, als es hier noch abgebildet ist, die wir kennen. Das ist wichtig, weil wir in diesen Teams sind wir einzeln als Fachanwalt für ein großes Projekt. Das heißt, wir haben nicht eine ganze Abteilung und homogenes Wissen, sondern jeder Einzelne hat eine spezielle Rolle hier, die dann zusammengeworfen wird. Und jeder Einzelne muss dann auch in der Lage sein, seinen Wissenstransfer einerseits zu übersetzen, aber auch die Kompetenz tatsächlich auch mitbringen. Und das ist hier ganz schön beschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist im Grunde das, was im Moment als Scrum oder Agile Working rumgeht. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass auch die Ingdiba inzwischen ihre Prozesse alle auf agil umgestellt hat, was nicht einfach ist und was immer noch zu Problemen führt, wo man auch schauen muss, also muss jetzt wirklich alles agil sein oder müssen wir mal gucken, was davon wir jetzt eigentlich mitnehmen. Und wo man vielleicht auch schauen muss, nicht eins zu eins jetzt imitieren, sondern auch da gilt es, das natürlich jetzt wieder auf die Kultur zu übersetzen. Aber im Prinzip, nur um das Ihnen einmal zu erklären, geht es eigentlich darum, dass ich im Grunde einen Product Owner habe, PO heißt das so, also jedes Team hat einen Kopf, der im Grunde verantwortlich ist für das, was da passiert. Kann sein, dass das Team den selbst wählt, kann sein, dass das derjenige ist, der irgendwie den Kundenkontakt hält. Und dann haben Sie da meinetwegen jemanden aus dem Marketing, jemanden aus dem Vertrieb, jemanden, der programmiert und noch eine andere Kompetenz. Und die treffen sich einmal in der Woche und tauschen sich aus. Ansonsten sitzen die aber alle völlig gemischt in diesem Schnellboot. Also die haben die Abteilungsstruktur im Grunde überwunden, arbeiten transdisziplinär in Projektgruppen. Und dann schließen die sich zusammen, wenn sie was gemeinsam geschafft haben, zu solchen Tribes. Also kleinen Stämmen, gehen zum Kunden, präsentieren das, gehen zurück, machen weiter, schließen sich vielleicht auch zu neueren Tribes zusammen, wo dann Erkenntnisse von parallel zusammenkommen und sind so viel also responsiver zu dem, was dann der Kunde eigentlich will, was gerade gebraucht wird, haben so Beta-Lösungen erarbeitet und testen die auch sehr schnell im Markt und direkt draußen. Und dann nehmen sie das wieder mit und die lernen natürlich dann auch selbst in ihrer, also nicht Abteilung, aber in den Leuten, die jetzt alle vom Marketing sind und die sich dann einmal die Woche austauschen, haben jeder unheimlich viel gelernt aus seinem Projekt und kann das Wissen praktisch wieder teilen, damit es auch anderen Projekten zugutekommt. Wenn Sie das jetzt mal überlegen, was das an Entwicklung und an Wissen bedeutet und erfordert,
Und das vergleichen mit einem homogenen Abteilungsorganisation, wo im Grunde alle eher so einen ähnlichen Hintergrund haben, alle so eher das Ähnliche machen, sehr routiniert, dann würde ich mal sagen, in diesen Abteilungssilos haben wir uns kaum weiterentwickelt. Hier allerdings lernen wir praktisch mit jedem Projekt neu dazu, müssen uns immer wieder neu beweisen, ist auch bestimmt anstrengender, aber letzten Endes bringt es dem Kunden mehr und ich glaube auch denen, die das mitmachen, selber auch. Das heißt, für die Führung, die dann solche Projektteams führt oder die noch drüber praktisch steht, würde ich sagen, muss man natürlich auch realisieren, dass es jetzt nicht mehr diese Standards gibt und dass ich auch nicht mehr alle gleich behandle, sondern dass ich diese Besonderheiten meiner Mitarbeiter erkenne, sie vielleicht auch auf diese Besonderheiten aufmerksam machen muss. Sie wissen, dass die nächste Generation alle viel stärker Feedback einfordert. Und dass sie eben aber auch von viel mehr Quellen Feedback bekommen können. Das heißt, das, was ich als Führungsperson meinen Mitarbeitern sage, ist nicht das Einzige, was die als Feedback erhalten. Die bekommen Feedback von ihrer Projektgruppe, von dieser Agilen, die bekommen Feedback aus ihrem Social-Media-Umkreis, der im Grunde angeblich auch mindestens so wichtig ist wie das, was jetzt der direkte Vorgesetzte sagt. Also heißt, ich bin da eine Stimme in einem Chor von ganz vielen, die letzten Endes diesen Individuen versucht, ein Bild zu geben, was jetzt hier gefordert ist. Und das bedeutet eigentlich, dass die Führungsleistung an der Teamleistung stärker gemessen werden muss und dass ich eigentlich individuell befähige und nicht versuche, da im Grunde die Treppchen der Hierarchiestufe irgendwie einzuhalten mit meinen Mitarbeitern und in diesem Silo weiterzudenken. So, wenn Sie das sehen von dem Organismus, was heißt das eigentlich? Sie haben hier links bisher, machen wir wieder ein bisschen Schablonendenken, typisch Trendforschung, rechts künftig. Da sehen Sie halt Industrialisierung, Digitalisierung oder Vernetzung vielleicht. Sehen Sie auch Sachen wie hier, ne? Unklare Strukturen, unklare Verantwortlichkeiten in diesen Übergangsprozessen eben auch. Stress durch permanente Veränderung. Auch das also, ist eigentlich ein Riesenpunkt. Das heißt, es wird jetzt nicht alles super in dieser neuen Welt und für uns ist es sicherlich auch ein Lernprozess. Dieser Strukturwandel ist ja noch nicht zu Ende gedacht, erstmal. Ich würde ja sagen, er ist noch nicht mal richtig verstanden. Und das heißt, jetzt müssen wir ausprobieren, was für uns da das Richtige ist. Und man sollte sich auch nicht scheuen, da durchaus auch mal das ein oder andere vielleicht zuzugeben, dass es falsch war. Wir lernen halt vernetzter, wir bekommen Daten vernetzter. Hier zum Beispiel die beiden Damen müssen entscheiden, ob Houston evakuiert werden soll und wann und wie das dann als Prozedere geht, sind dabei vernetzt mit zig anderen Experten und bekommen das eben aufbereitet. Wir hatten schon das Thema Spielen, also dass man das bitte schon auch vielleicht in spielerisches Involvement tatsächlich packt und die eigenen Handlungskonsequenzen sicherlich auch mit Predictive Analytics vielleicht schon mal abschätzen kann, um auch als Individuum verantwortungsvoller arbeiten zu können. Und das Problem daran ist vielleicht auch hinsichtlich Geschäftsmodellen oder wie man arbeitet, ein Generationenproblem. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass die Älteren der Digitalisierung weniger aufgeschlossen sind. Ich würde eher das Problem darin sehen, dass jemand, der so richtig erfolgreich war mit der klassischen, mit den klassischen Erlösmodellen, wie zum Beispiel hier Helmut Thoma, das ist ein gemeines Bild, ne? Also blöde Situation in so einer Podiumsdiskussion, der uns ja die Vielfalt der Programme beschert hat, der sitzt dann neben Philipp Riederle auf dem Podium und der sagt Philipp zu ihm, weißt du Helmut, was du gemacht hast, das war Programm und Programm ist griechisch und das heißt Vorschrift. Ich musste deine Sendungen sehen zu der Zeit, die du entschieden hast, mit der Werbung, die du mit deinen Werbekunden abgestimmt hast. Das war deine Einnahmequelle, so hat das für dich alles prima gepasst. Aber ich fand das teilweise nicht so witzig und ich hätte es lieber an einer anderen Zeit gehabt und lieber ohne Werbung oder mit anderer Werbung oder wie auch immer. Und heute sagt ich mach das auch nicht mehr mit. Ich habe jetzt das Internet, ich share, ich streame, ich mache, wie ich möchte. Und ich frage mich, what's in for me? Und das ist genau die Frage, die sich auch ihre Kunden stellen und die sie in Zukunft bedienen müssen. Sowohl ihre Mitarbeiter als aber auch der Kunden. Und wer einfach so lange in diesen Programmen und daran auch erfolgsmäßig gemessen worden ist, für den ist das einfach naturgemäß ein Riesenschritt zu verstehen, dass jetzt dieses Neue das alles konterkariert und eigentlich viel schneller und eben in einer anderen Logik funktioniert. Und was dabei helfen kann, ist, wenn Sie diese Menschen, die da so ein bisschen Schwierigkeiten mit haben, anlernen und gleichzeitig in diese Situation so einbetten, dass Sie das Gefühl haben, wow, auf einmal sieht das ja schon digital aus. Also wenn Sie das neue iPhone haben zum Beispiel, da gibt es so eine kleine App, die heißt Clip. Und da können Sie zum Beispiel Ihr Gesicht freistellen und dahinter, wie bei der Afroamerikanerin hier sehen, dann haben Sie so Comicfiguren oder Sie haben eine Western-Szenerie. Oder wenn Sie vielleicht in Museen sind, können Sie sehen, was hinter dem
Bild im Grunde an Interpretationsmöglichkeiten ist. Sie können Pompeji wieder auferstehen lassen und so weiter und so fort. Bei IKEA können Sie ja schon so einkaufen, dass Sie Ihre Wohnung ist in Ihre Wohnung halten und dann die Informationen bekommen. Oder ich kann einfach nur ein Selfie drücken und habe auf einmal so eine Comic-ähnliche Geschichte. Und unter dem Aspekt Lernen ist es interessant, dass man im Grunde erkennen kann, wenn ich in diesem Film schon irgendwie eine Rolle spiele, die so halbwegs professionell aussieht oder mich erscheinen lässt, und denken Sie an diese ganzen Instagram-Filter und, dann glaube ich auch leichter, dass ich das kann. Das heißt, Sie können auch diese neuen Medien nutzen, um diesen Transformationsprozess zu beflügeln, zu beweisen und zu sagen, guck mal, da bist du doch und guck mal, so sieht's aus und so schnell und so einfach ging das und da hast du Design Thinking gemacht und so professionell hat das irgendwie ausgesehen. Weil diese nächste Generation, die kommt ins Büro und die sagt, warum bin ich eigentlich hier und was will ich hier eigentlich lernen? Das lernen sie in diesen projektaffinen Arbeiten, dass sie sich das fragen und dass sie da auch weiterkommen wollen, um dann wieder zu sagen, die und die Kompetenzen wurden mir wieder bestätigt. Und jetzt bin ich beim dritten Punkt, Erfahrungswelten. Da möchte ich Ihnen noch zeigen, einmal diese Logik nochmal. Also hier sehen Sie eigentlich in diesem immer noch aktuellen Bürostandard, Natursteinfassade, superschönes Gebäude in Zürich, aber das ist eigentlich Fabrik. Das ist, da können Sie sich was noch vorstellen, wie die Aktenordner von einer Abteilung in die nächste gereicht werden. Sie haben die Top-Down-Logik, Sie haben diese Uniformität, alles gleich. Und hier rechts sehen Sie praktisch den Axel Springer Campus im Wettbewerbsentwurf von Ole Scheren, wo Sie im Grunde eine totale Bandbreite haben an Spazierwegen. Da ist eine Frau, die hängt ihre Beine ins Wasserbecken. Da sind Holztische, wo man sich mal eben treffen kann. Und das, was da gebaut ist, wenn Sie mal ehrlich sind und sich das anschauen, diese Vielfalt aus Öffentlichkeit, Privatheit, Rückzug und Exponiertsein, das ist eigentlich Stadt. Und dann haben Sie wieder den Druck, okay, gehe ich eigentlich noch in ein Büro oder suche ich eigentlich die Urbanität, die ich in der Stadt im Moment mit Co-Living, Co-Working, Micro-Living und so weiter, Konsumwelt, die mich zum Lernen anstiftet, eigentlich auch finde. Also auch da Herausforderungen für die Büros der Zukunft. Hier sehen Sie es nochmal, da bin ich mit Ole Kretschmer von Mocon, der die beraten hat praktisch bei dieser Immobilienentwicklung. Und Sie sehen diese Vielfalt an Angeboten. Da fragt niemand, wo ist denn hier mein Schreibtisch oder mein Arbeitsplatz? Da gehen Sie unten rein und dann heißt es so. Und Sie können überall arbeiten. Jetzt müssen Sie nur überlegen, was brauchen Sie? Wie wollen Sie sich konzentrieren? Was sind jetzt im Grunde Ihre Ideen? Und vielleicht noch als Hinweis, es geht nicht unbedingt darum zu sagen, das ist jetzt alles fancy und digital und so weiter. Diese Zukunft wird nicht viel anders aussehen, als wir sie jetzt sehen. Das sind nur Layer von Informationen, die wir zusätzlich auf der Kontaktlinse haben, die uns navigieren und die uns da helfen, uns zurechtzufinden. Aber eigentlich könnten wir mal vor der Industrialisierung schauen, wie also in Zeitaltern der Renaissance, ein Wissenszeitalter. Wenn Sie sich mal anschauen, Aristoteles und Platon hier in der Mitte, da gab es auch Leader und Follower. Da gab es auch Touchdown-Arbeitsplätze, wo man mal eben was gezeigt hat und so weiter. Da gab es auch einfach eine freie Bewegung von Gruppen, die sich gefunden haben, inhaltsgetrieben und vernetzt haben. Also insofern möchte ich Sie einfach nur einladen, vielleicht diesen Logik-Switch mitzugehen, diesen Strukturwandel in einer gewissen Weise zu umarmen und da angstlos nach vorne zu schauen, wie ein Trendforscher. Vielen Dank.